Das konnte ich früh in Erfahrung bringen. Da bin ich beispielsweise mal mit in Berlin, wo ich wohne, mit dem Bus vom Flughafen in die Stadt gefahren, zurück von einem Vortrag irgendwo. Der berühmte Flughafenbus 109, der häufig brechend voll war, sodass ich nur noch einen Platz vorne neben dem Fahrer fand, wo man eigentlich gar nicht stehen darf, wenn der Fahrer das streng auslegt. Der Bus war voll, die Straße war auch voll. Es war eine stressige Situation für den Busfahrer. Berliner Busfahrer sind bekannt für ihren herben Charme. Sie können mit Berliner Busfahrern alles erleben. Und so war es eben auch in diesem Fall. Der Busfahrer fährt los und ganz beiläufig wendet er sich mir zu und fragt mich: Und was machen Sie so beruflich? Wahrheitsgemäß habe ich mich geoutet als Philosoph. Das trifft sich gut, freute sich der Busfahrer. Dann kann ich Ihnen ja jetzt mal die Frage stellen: Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Natürlich eine tolle Situation, um die Frage zu beantworten. Ich war damals noch nicht ganz so weit, aber in der Tat schon im Stadium der tieferen Überlegungen und sagte, was Philosophen natürlich immer sagen, schwierig zu beantworten. Erstmal wäre zu klären, was mit diesem Ausdruck Sinn gemeint ist. Und ich habe damals schon einen anderen Weg gewählt, den Ausdruck Sinn zu klären als Frau Schnell. Der Weg von Frau Schnell, das etymologisch zu klären, ist richtig und gut. Aber ich frage häufig danach, in welcher Weise wir ein Wort in unserem Alltag gebrauchen. Denn das, wie wir Worte gebrauchen, ist nicht zufällig. Das hat sich entwickelt, meistens über lange Zeit hinweg und aufgrund von Erfahrungen, so dass in unserem Sprachgebrauch sehr viel, möchte sagen, Weisheit eingegangen ist. Und wenn wir uns danach fragen, wie gebrauchen wir Worte, dann werden wir dieser Weisheit im besten Fall zuteil. Im Alltag ist, wenn Sie sich mal selber beobachten, erstaunlich häufig vom Sinn die Rede. Es muss also ein Wissen vom Sinn geben, wenngleich ein normalerweise implizites, also eines, das uns gar nicht groß bewusst wird. Aber Sie haben sicherlich schon mal gesagt, dass Sie in dieser und jener Sache keinen Sinn sehen. Das bedeutet, Sie müssen wissen, was Sinn ist, sonst könnten Sie ja nicht sagen, dass Sie darin keinen Sinn sehen. Also zum Beispiel, vielleicht haben Sie Kinder zu Hause oder hatten Sie zu Hause und Kinder machen allen möglichen Unsinn und dann haben Sie ihnen gesagt, dass das Unsinn ist, was die Kinder da machen. Tja, was heißt das? Wir beobachten auch an uns selbst, dass wenn wir zusammenarbeiten sollten mit anderen Menschen, aber bemerken, dass da verschiedene Menschen ihr Tun nicht aufeinander abgestimmt haben, dann sagen wir, dass wir hier sinnlos aneinander vorbeiarbeiten. Und sicherlich in der gegenwärtigen historischen Situation fragen sich Menschen nach dem Sinn des Geschehens in der Ukraine. Und es ist leider zu vermuten, dass diesen Sinn nur ein einziger Mensch kennt, der das Ganze angezettelt hat und für den persönlich das Sinn macht und der keine Scheu hat, Millionen von Menschen unter Sinnlosigkeit leiden zu lassen, denn für alle anderen Menschen macht es ganz bestimmt keinen Sinn. Aber was heißt das? Wann erfahren wir Sinn? Wann halten wir etwas für sinnvoll? Wann spüren wir, wann fühlen wir, dass etwas Sinn macht? Ich möchte fast sagen, wir machen die Erfahrung in Beziehung.
wie das bei Frau Schnell ja auch schon zur Sprache gekommen ist, wenn wir in Beziehung leben, stellen wir uns weniger häufig die Frage nach dem Sinn. Es ist sehr zu vermuten, dass der junge Mensch, den Frau Schnell zitiert hat, der Attentäter, nie in seinem Leben eine starke Beziehung erfahren hat. Denn wenn Menschen starke Beziehungen erfahren, sich eingebettet fühlen in Beziehungen, dann machen sie auch eine starke Erfahrung von Sinn und stellen sich womöglich überhaupt nicht mehr die Frage nach dem Sinn des Lebens. Fast möchte ich sagen, jeder Griff zum Smartphone ist schon eine Suche nach Sinn. Denn was erhoffen wir uns denn, wenn wir zum Smartphone greifen, falls wir nicht gerade daddeln? Wir hoffen uns eine Botschaft von jemandem, im Idealfall eine freundliche Botschaft. Wir hoffen uns, dass wir mit jemandem in Kontakt kommen können, den wir was fragen können, mit dem wir was austauschen, plaudern können. Und für die Zeit, in der wir uns einander zugetan fühlen können, durch den Kontakt stellen wir nicht mehr die Frage nach dem Sinn. Was ist das Gemeinsame all dieser Erfahrungen, all dieses Sprachgebrauchs von das ist doch sinnlos und das ist aber doch sehr sinnvoll? Das Gemeinsame ist, dass immer dann, wenn wir einen Zusammenhang erkennen können, die Erfahrung von Sinn machen und das auch so ausdrücken. Ja, das macht doch jetzt mal Sinn, sagen wir, wenn etwas zusammengeht, wenn Menschen kooperieren, wenn auch Kinder etwas tun, von dem wir sehen, das hat einen Zweck, und zwar einen Zweck, der gut ist für sie nach unserer subjektiven elterlichen Beurteilung. Die Kinder beurteilen Sinn und Zweck möglicherweise ganz anders. Und wenn wir einen Zusammenhang zwischen Menschen spüren, den wir Beziehung nennen, dann bezeichnen wir auch das als Sinn. Also wagen wir mal die steile These, Sinn, das ist immer Zusammenhang. Sinnlosigkeit ist demzufolge Zusammenhanglosigkeit. Nun beobachten wir seit geraumer Zeit, dass in unserer Zeit immer wieder die Frage nach Sinn gestellt wird und anders als vielleicht noch vor 100 und mehr Jahren, wo das einige Menschen gemacht haben, sind das heute sehr viele Menschen. Nicht nur die 14%, die Frau Schnell zitiert hat, die keinen Sinn sehen, sondern auch Menschen, die, für die das jetzt nicht so dramatisch ist, aber die nach Sinn suchen und nach Sinn fragen. Das sind erheblich mehr als 14%. Das sind, glaube ich, sogar noch mehr als 40%. Wie kommt das? Das hat ganz sicher etwas mit unserer Zeit zu tun, die man die moderne Zeit nennt und die bestimmte Eigenarten hat. Nämlich die Eigenart, dass sehr viele Zusammenhänge zerbrechen. Insbesondere Zusammenhänge zwischen Menschen, also Beziehungen. War das mal anders? Oh ja, das war mal sehr anders. So anders, dass Beziehungen gar nicht zerbrochen werden konnten. Man könnte auch sagen, dass Beziehungen grundsätzlich Zwangsbeziehungen waren. Eine Frau kann sich heute problemlos von ihrem Mann trennen. Ein Mann selbstverständlich sich auch von der Frau, mit der er lebt, wenn er keinen Sinn mehr in der Beziehung sieht. Das war lange Zeit in der Menschheitsgeschichte nicht möglich. Sondern wenn zusammen, dann mussten die zusammenbleiben aus Gründen der Tradition, der Konvention und insbesondere ja auch der Religion. Es ist gut so, dass Menschen diese Freiheit haben, aber Freiheit gibt's nicht kostenlos, sondern Freiheit kann auch Sinn in Frage stellen. Nämlich dann, wenn ein Mensch sich von allen anderen Menschen befreit hat, dann lebt er im Zustand der Sinnlosigkeit und versteht in der Regel gar nicht, wie ihm geschieht, weil diese Zusammenhänge ihm oder ihr gar nicht klar sind. Das ist die Not unserer Zeit. Eine Folge der Moderne, die Befreiung bringen wollte und ja auch für sehr viele Menschen gebracht hat, in allen Belangen. Nicht nur etwa in Bezug auf diese menschlichen Beziehungen,
sondern auch in vielerlei Hinsicht Befreiung von vorgegebenen Rollen, Befreiung von der Religion, Befreiung von Traditionen, Befreiung von Konventionen. Was geht mich das an, was andere Menschen von mir erwarten? Kann ein Mensch heute problemlos sagen, ist dann aber eben auch nicht eingebunden mehr in dieses geborgene Netz, das durch Konventionen und durch Traditionen und vor allem auch durch Religion zustande kam. Religion, die den großen Sinn zwischen Mensch und einer anderen Dimension hergestellt hat. Moderne also führte zur Auflösung vieler Zusammenhänge, die Sinn vermittelt haben. Auch viele Zusammenhänge sind anonym geworden, funktional geworden, sodass wir die gar nicht mehr sehen. Vielleicht nur ein banales Beispiel. Woher wissen Sie, woher das Wasser kommt, wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen? In der Regel nicht. Ich auch nur deswegen, weil ich dem mal ein bisschen gezielter hinterhergegangen bin. Wissen die Menschen in Afrika, wo die Frauen jeden Tag zum Wasserloch gehen müssen, möglicherweise kilometerweit, woher ihr Wasser kommt? Sehr gut wissen sie das. Das heißt, sie kennen diesen Zusammenhang zwischen der Wasserherkunft und ihnen selbst. Und sie werden vermutlich niemals darüber nachdenken, aber selbstverständlich ist das auch ein Zusammenhang, der Sinn für Menschen macht, wie groß die Not auch ansonsten darum herum sein mag. Grundsätzlich könnte man fragen, Philosophen lieben grundsätzliche Fragen, warum brauchen Menschen überhaupt Sinn? Warum können sie nicht darauf verzichten, wenn das doch so eine schwierige Angelegenheit ist? Offenkundig ist der Mensch ein sinnbedürftiges Wesen, das können wir konstatieren. Und vielleicht können wir auch beobachten, warum das so ist, wenn wir uns selbst daran erinnern, wie uns war, als wir mal den stärksten Zusammenhang zwischen Menschen kennengelernt haben. Wir alle haben das mindestens einmal im Leben erlebt und hoffentlich war es von Dauer, aber leider häufig auch nicht. Wie war das, als Sie sich verliebt haben? Haben Sie da die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt? Ganz bestimmt in der Situation nicht. Aus dem einfachen Grund, sie waren im Besitz des Sinns des Lebens. Ja, Liebe ist der Sinn des Lebens. Ich wage diese These. Und da ich fast 40 Jahre mit meiner geliebten Frau zusammen sein durfte, werde ich das auch auf den Grabstein setzen. Denn das haben wir im Übermaß erfahren. Liebe ist der Sinn des Lebens. Und was geschieht, wenn wir diese Sinnerfahrung machen? Vor allem jedenfalls im Stadium der Verliebtheit. Und aus eigener Erfahrung darf ich Ihnen sagen, das ist beliebig regenerierbar, wenn zwei sich darum auch kümmern. Die mehr, die geht, dass nach der Verliebtheit die Liebe abflaut und nie mehr wiederkommt, die stimmt nur dann, wenn da nicht zwei sich darum kümmern. Was geschieht also, jedenfalls in diesem Stadium der Verliebtheit, in dem wir am Sinn des Lebens nicht zweifeln? Wir sind erfüllt von Energie in solchem Maße, dass wir Bäume ausreißen könnten, dass wir beliebige Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Viele Paare haben große Schwierigkeiten, zusammenzukommen. Das interessiert sie überhaupt nicht, denn sie sind berstend voll mit Energie. Das ist vermutlich das, was mit dem Sinn einhergeht. Energie, Kraft. Und darauf können Menschen nicht verzichten. Und das ist die wichtigste Quelle für Energie, die Menschen überhaupt haben können, nämlich Sinn, wenn sie Zusammenhang erfahren und erkennen. Denn dann fließt in diesen Zusammenhängen Energie. Warum haben Liebende so viel Energie, mehr als die mathematische Formel, die heißen würde 1 plus 1 ist 2. Nein, 1 plus 1 ist x, beliebig viel. Weil die Energien, vermutlich Energiequanten, wenn man sich das physikalisch erklären möchte, die Energiequanten zwischen den beiden in so reicher Bewegung sind, dass sie eben über ein beliebig hohes Maß an Energie verfügen.
Wenn das so ist, wenn Sie für sich bestätigen können, ja, das sind Erfahrungen, ja, das sind Beobachtungen, die kenne ich in meinem eigenen Leben auch, dann wäre nun natürlich die Frage, falls wir auf der Suche nach Sinn sind und falls wir mehr Sinn brauchen in unserem Leben, wie geht das? Wie können wir Sinn gewinnen? Die erste Antwort ist einfach. Wenn Sinn in Beziehungen und Zusammenhängen ist, dann finden wir den Sinn in Beziehungen und Zusammenhängen. Und was heißt das im Einzelnen? Das beginnt bei uns selbst. Glücklicherweise müssen wir nicht gleich auf andere zugehen und sie darum bitten, für uns Sinn zu machen, sondern wir können bei uns selber beginnen und uns darum bemühen, dass wir in uns selbst Zusammenhänge schaffen. Denn wir sind oft mit uns selbst nicht im Reinen, wie man so sagt. Wir haben in uns verschiedene Teile, die uns ausmachen, Körper und Geist, die nicht immer dieselben Interessen verfolgen, Gefühle und Überlegungen, die nicht immer dieselben Schlüsse ziehen. Wir haben einen starken Freiheitsdrang in uns, aber wir haben auch ein großes Bedürfnis nach Bindung zwischen uns, nach Beziehung. Und wie geht das zusammen? Das geht im Zweifelsfall gar nicht zusammen. Und wer fügt das zusammen? Das können wir nur selbst tun. Ist das eine neue Arbeit? Ja, das ist so. Wer hat die Arbeit früher gemacht? Na, zum Beispiel die Religion, die den Menschen gesagt hat, der Körper bedeutet nichts. Es geht allein um den Geist. Verachte den Körper. Die den Menschen gesagt hat, Freiheit bedeutet nichts. Du musst in Bindung und Beziehung leben und in der Beziehung musst du alles ertragen. Es ist gut, dass Menschen sich davon befreit haben, aber das bedeutet, wir müssen die Arbeit jetzt selber erledigen. Niemand kann für mich entscheiden, im Zweifelsfall entscheide ich mich für die Freiheit oder entscheide ich mich im Zweifelsfall für die Bindung. Sie wissen, die Soziologie kann das zeigen, im Zweifelsfall entscheiden sich sehr viele Menschen für ihre Freiheit und zerstören damit Beziehungen, um den Vorgang möglicherweise beim nächsten und übernächsten Mal wieder zu wiederholen. Grundsätzlich wäre es möglich, sich zu entscheiden für Bindung. Und das bedeutet leider relativ automatisch, einiges auch in Kauf zu nehmen. Denn der andere Mensch ist selten genau so, wie ich ihn haben möchte. Und darüber gibt es nichts zu entrüsten. Denn ich bin ja auch nicht so, wie der andere Mensch mich genau haben möchte. Und damit sind Konflikte programmiert. Und die müssen wir dann wiederum lösen, wenn wir den Sinn haben wollen aus unserer Beziehung, dann müssen wir unbedingt für diese Beziehung auch einiges tun. Auf mehreren Ebenen ist es nun ausgehend von uns selbst möglich, Sinn im Leben zu finden und dem Leben selbst Sinn zu geben. Beginnend auf der Ebene der Körperlichkeit, der Sinnlichkeit. Wir sind ausgestattet worden von Natur, wir alle, mit Sinnen. Aus guten Gründen tragen die Sinne das Wort Sinn in sich. Denn das sind die elementarsten Zusammenhänge, die entstehen können zwischen uns und der Welt. Wir wüssten ja von der Welt gar nichts, wenn wir unsere Sinne nicht hätten. Vielleicht wollen Sie sagen, aber Sie würden ja trotzdem Informationen bekommen. Nein, würden wir nicht. Denn die Informationen müssen wir sehen, wir müssen sie lesen, wir müssen sie hören. Also die Informationen, auch wenn sie über Daten transportiert werden, müssen wir mit Sinnen auffassen. Wenn wir keine Sinne hätten, hätten wir keinerlei Informationen über die Welt. Wir würden nichts sehen, wir würden nichts hören, wir würden nichts riechen. Wir würden nichts schmecken, wir würden nichts tasten. Und wenn wir uns vorstellen, in welchem Zustand wir dann wären, dann, glaube ich, liegt das auf der Hand. Wir wären in einem schwarzen Nichts.
könnten uns nicht mehr aus diesem Nichts herausbewegen und würden in wenigen Tagen sterben. Das sind die elementarsten Sinnzusammenhänge. Und umso dramatischer ist es, wenn wir in einer Zeit leben, die genau diese Sinnzusammenhänge vernachlässigt. Wir gucken, wir aktuell ja auch, auf Bildschirme. Das beschäftigt zwar den Sehsinn, aber nur einen sehr eingeschränkten Kreis oder genauer Viereck. Die Konsequenz daraus wäre, so wie die Tagung beendet ist, gehen wir hinaus in den Park, in die Welt und sperren unsere Sinne wieder auf, nehmen mit Augen wahr, mit den Ohren, mit dem Geruchssinn und gehen sie gut und gerne auch was Gutes essen, um den Geschmackssinn, und nach Möglichkeit treffen sie einen anderen Menschen, den sie berühren dürfen, umarmen und vielleicht sogar küssen dürfen. Dann haben wir die komplette Sinnlichkeit zu ergänzen um den Bewegungssinn, für den es eine Referenz in unserem Gehirn auch gibt, wie die Neurobiologen zeigen konnten. Ein Bewegungssinn, der durch Bewegung aktiv wird. Und um einen siebten Sinn, den man Bauchsinn nennen könnte. Denn in unserem Bauch sind tausende von Sensoren, die in jedem Augenblick aber tausende von Daten erheben und an unser Gehirn melden, sodass wir auch mit unserem Bauch sehr gut wahrnehmen können. Vermutlich energetische Schwingungen nehmen wir über diesen Bauchsinn wahr, dem wir sehr wohl vertrauen dürfen. Also schon auf der sinnlichen Ebene können wir sehr viel Sinn gewinnen, wenn wir über die Liebe zur Heimat ausführlicher sprechen würden, was mir aufgrund des jüngsten Buches über Heimat nahe liegt, dann werden wir aufmerksam, dass was auch immer Heimat für uns ist, dass wir das ganz stark mit Sinnlichkeit verbinden, mit Klängen und Geräuschen, mit Gerüchen und auch mit Geschmackserlebnissen. Sie alle wissen, wie es zu Hause gerochen hat in ihrer Herkunftsheimat und wie es gerochen hat, wenn da gekocht worden ist, wie es geschmeckt hat. Dasselbe Gericht, das Sie anderswo in der Gaststätte essen können, aber das ist nicht im geringsten dasselbe. Selbstverständlich auch die Sinnlichkeit, die wir mit Naturerlebnissen verbinden können. Es ist zu beobachten, dass Menschen, wenn sie mal für eine Stunde in die Natur rausgehen, mag es auch gestaltete Natur sein, etwa die Natur eines Parks, dass wenn sie eine Stunde in die Natur rausgehen, vollgetankt, moderne Menschen lieben technische Metaphern, vollgetankt wieder zurückkommen. Ja, was haben sie denn genau getankt? Sinn haben sie getankt. Ja, wo kam denn der her? Selbst im Park. Wir sehen, wir spüren, wir beobachten, dass in der Natur alles mit allem aufs Feinste zusammenhängt, also Sinn vorhanden ist. Und vermutlich über Spiegelneuronen spiegeln wir das in uns ein, sodass wir uns wieder vollkommen von Sinn erfüllt fühlen. Das hält auch eine kleine Weile vor. Die zweite Ebene nach der sinnlichen Ebene ist der seelische Sinn. Der gefühlte Zusammenhang zwischen uns und der Welt, der nicht nur körperlich ist, sondern eben unsere Gefühle berührt. Selbstverständlich gibt es einen Übergangsbereich zwischen dem Körperlichen und dem Seelischen. Das ist nicht so genau zu trennen, wie ich das jetzt hier beim Vortragen mache. Das ist nur zu machen, um das genauer zu sehen, was im Spiel, auf dem Spiel steht. Es sind Gefühle für andere und Gefühle, die wir von anderen bekommen, die das Leben so intensivieren, dass wir die Erfahrung von Sinn machen und die uns diese Energien vermitteln, die immer mit Sinn einhergehen.
Das ist nicht nur bei der Liebe im engeren Sinne so, das ist auch bei Kollegialität so. Es gibt mittlerweile Untersuchungen darüber, also Befragungen, warum gehen Menschen überhaupt gerne zur Arbeit? Ist ja partiell verwunderlich. Nicht alle Menschen gehen gerne zur Arbeit, ziemlich viele nämlich nicht. Also warum gehen die, die gerne zur Arbeit, überhaupt gerne zur Arbeit? Weil sie viel Geld verdienen oder jedenfalls ausreichend Geld, weil sie eine bestimmte Arbeit tun können, die sie gerne mögen? Nein, Nummer eins, weil sie da nette Kollegen treffen. Das ist interessant. Also so eine Bedeutung hat die seelische Ebene, denn nette Kollegen sind die, für die wir Sympathie empfinden, die für uns Sympathie empfinden. Es genügt ja manchmal schon, einfach nur Freundlichkeit zu erfahren, wie ich sie erfahren habe von diesem Busfahrer, den ich eingangs geschildert habe, der mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Jede Freundlichkeit, speziell die wir von wildfremden Menschen erfahren, geht in uns rein und bleibt in uns haften. Wir könnten daraus natürlich auch den Schluss ziehen, Mensch, kann ich das eigentlich auch? Einem wildfremden Menschen Freundlichkeit entgegenzubringen, mit der Gewissheit, das wird der nie vergessen. Ab und zu eine Überlegung wert auf der Straße, wenn man zum Beispiel nach dem Weg gefragt wird. Aber in der Hauptsache sind es natürlich die vielen Spielarten der Liebe, die uns sehr viel Sinn vermitteln. So wichtig ist die Liebe, möchte ich sagen, dass es sie besser im Plural geben sollte, denn es gibt viele Spielarten der Liebe und es wäre auch gut, Gebrauch davon zu machen, um nicht alles vom Gelingen einer einzigen Liebe abhängig zu machen. Ich meine damit nicht ein Plädoyer für Polygamie oder Polyamorie. Bei der Vielzahl von Lieben, die nötig sind, um dem Leben Sinn zu geben, geht es um eine Menge Beziehungen. Also natürlich vor allem die Liebe im engeren Sinne, aber auch die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Der junge Mann, der zum Mörder geworden ist, hat mit Sicherheit keine elterliche Liebe erfahren. Denn sonst wäre er zu solchen Taten nicht in der Lage. Käme gar nicht auf den Gedanken, dass das Leben sinnlos sein könnte. Eltern können ihre Kinder mit so viel Sinn ausstatten fürs Leben, wenn sie sie einfach nur lieben. Ja, in manchen Fällen scheint das sehr schwer zu fallen, aber die sind heute sehr selten. Die waren in früheren Zeiten, in vormodernen Zeiten sehr viel häufiger. Da ist die Liebe durch Schläge ersetzt worden und das ist nicht ganz dasselbe. Also die Liebe der Eltern zu den Kindern, die Liebe der Kinder zu den Eltern. Kaum etwas kann so sinnerfüllend sein fürs ganze Leben. Und auch hier können wir beobachten, was Frau Schnell schon vorhin ins Spiel gebracht hat. Und mein Credo ist ja schon seit vielen, vielen Jahren, Glück ist nicht wichtig fürs Leben. Das ist nett, das ist hübsch, wenn wir das ab und zu mal haben. Davon sollten wir auch Gebrauch machen. Aber das Wichtigste ist Sinn und das lässt sich vor allem in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern studieren. Denn alle, die Eltern sind, wissen, dass die Kinder sie nicht 24 Stunden am Tag glücklich machen und nicht 365 Tage im Jahr. Und warum wird die Beziehung dann nicht beendet? Aus dem einfachen Grund, weil die Eltern sehr viel Sinn in dieser Beziehung sehen. Und für den Sinn können wir auch sehr viel in Kauf nehmen. Zum Beispiel pubertäre Dummheiten, die zwangsläufig kommen und schwer durchzustehen sind, auch sicherlich deswegen schwer durchzustehen sind, weil die Pubertierenden keineswegs der Meinung sind, dass sie schwierig sind. Die Eltern sind schwierig in dieser Zeit. Wenn man das verstanden hat, dann kommt man schon viel besser durch diese Zeit. Und eine Beziehung, eine Liebe, die fast immer glückt und sehr viel Sinn vermittelt für die Beteiligten, ist die Liebe zwischen Großeltern und Enkeln. Sie alle wissen, was ihnen persönlich ihre Großeltern bedeutet haben. Das können wir auch mal, wenn wir unsererseits Großeltern werden und diejenigen, die
keine Großeltern auf natürlichem Weg werden sollten, können sich jederzeit irgendwo im Internet melden, um eine solche Rolle bei Kindern einzunehmen, die danach suchen. Oft ist auch die Liebe zwischen Geschwistern eine sehr sinnerfüllende, wenn es nicht gerade ums Erben geht. Dann zerbrechen viele dieser Beziehungen. Und nicht nur Menschen können geliebt werden. Für sehr viele Menschen ist die Liebe zu Tieren sinnerfüllender sogar als die zu Menschen. Darüber müssen wir nicht urteilen. Wenn das so ist, dann ist es gut. Die Liebe zur Natur, die Liebe zur Kunst, zur Kultur, die Liebe zur Musik. Alle Menschen haben eine bestimmte Musik, die sie sehr lieben, aus der sie sehr viel Sinn in ihrem Leben beziehen. Deswegen hören sie die Musik ja immer wieder. Die Liebe zu Filmen, auch die Liebe zu bestimmten Dingen kann Sinn geben, wie zum Beispiel zu einem Buch, das besonders geschätzt wird. Oder meinetwegen auch zu einem Auto, heute vielleicht eher die Liebe zu einem Fahrrad. Wir alle kennen Menschen, denen mal ein Fahrrad gestohlen worden ist. Der materielle Wert ist vielleicht schon empfindlich, aber viel schlimmer ist dieses Stück des Lebens nicht mehr zu haben, an dem einige Liebe hing. Und natürlich ist es für viele Menschen heute das Smartphone, dass ihnen so viel Sinn vermittelt, dass sie kaum davon lassen können, es immer und immer wieder in die Hand zu nehmen. Ungefähr 80 bis 100 Mal pro Tag haben Untersuchungen ergeben. Eine unverzichtbare Liebe, die Sinn gibt, ist die zu Freunden. Warum ist das so völlig unverzichtbar? Weil sie unproblematischer ist als die Liebe der Liebenden. Denn in aller Regel wohnen die Freunde nicht zusammen. Das erspart viel Ärger. Und in aller Regel geht es in der Freundschaft auch nicht um Sex. Das erspart noch mehr Ärger. Sehr viel Sinn ist in der Freundschaft erfahrbar, weil es diesen starken Zusammenhang zwischen den beiden gibt. Die Beziehung, die mit wechselseitigen Gefühlen einhergeht. Gefühle, die auch ausgetauscht werden, erfahrungsgemäß, wenn wir überhaupt nicht zusammen sind. Das bemerken wir ganz leicht. Ich greife zum Telefon, rufe den anderen an. Der andere sagt mir, gerade wollte ich auch zum Telefon greifen. Es gibt also offenkundig eine unterschwellige energetische Verbindung über beliebige Entfernung hinweg. Vermutlich Energie, die mit Lichtgeschwindigkeit reist. So ist es mir jedenfalls erklärbar, wenn ich es erklären möchte. Es macht Menschen anhaltend froh, einen Menschen zu kennen, der sie mag und sie, ihn oder sie. Ein Menschen, bei dem ich Verständnis finden kann und selbstverständlich umgekehrt. Ein Mensch, bei dem ich Privilegien genieße und selbstverständlich umgekehrt. Eckhard von Hirschhausen hat mal den unsterblichen Satz gesagt, Freunde sind Menschen, die dich mögen, obwohl sie dich kennen. Davon gibt es nicht viele. Das ist schön. Natürlich besteht auch die Freundschaft nicht aus reinem Glück. Das wissen wir alle. Auch in ihr tauchen Probleme auf. Aber die sind ganz leicht zu lösen. Man sieht sich einfach eine Weile nicht mehr. Und dann ist es wieder gut. Das lässt sich in der Liebe nicht so einfach realisieren. Auch deswegen ist die Freundschaft unproblematischer als die Liebe. Also wir haben die sinnliche Ebene, die uns sehr viel Sinn vermitteln kann, wenn wir uns öffnen dafür, die Sinne öffnen. Wir haben die seelische Ebene, die uns immensen Sinn vermitteln kann über die Gefühle, die Zusammenhänge mit anderen. Und es gibt die geistige Ebene. Die geistige Ebene, damit meine ich die Gedanken. Und in Gedanken fragen wir uns oft, wie hängt dies mit jenem zusammen? Das heißt, wir arbeiten ständig an der gedanklichen Herstellung von Zusammenhängen. Wir versuchen, uns das Leben zu erklären. Wir versuchen, unsere Beziehungen zu verstehen. Wir versuchen, uns und andere Menschen zu verstehen. Das alles geschieht in unserer Gedanklichkeit.
Wir behelfen uns mit Gedanken, die wir aus Büchern aufnehmen und in unser Leben einbauen, in unser geistiges Leben. Was ist denn so ein möglicher Zusammenhang, über den wir uns gedanklich klarer zu werden versuchen oder jedenfalls es können? Wenn wir über das Leben nachdenken, könnten wir zum Beispiel den Zusammenhang der Polarität erkennen, der uns vieles erklärt. Dass es zu allem, was es gibt, immer auch das Gegenteil gibt. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch auch im eigenen Leben. Dass es nie nur Freude gibt, wie wir uns ja natürlich wünschen, sondern dass es immer auch Ärger gibt. Dass es nicht immer nur Lüste gibt, sondern dass es auch Unlust gibt, ja sogar Schmerz. Dass es nicht nur Erfolg gibt, den wir uns alle wünschen, sondern dass es einfach auch immer mal wieder Misserfolg gibt. Dass es immer zu allem den Kontrast, die Kontrasterfahrung noch gibt. Ich möchte fast sagen, das ist vielleicht so wie beim elektrischen Strom, der gegensätzliche Pole braucht, um fließen zu können. Und so gibt es eben immer den positiven Pol und den negativen Pol im Leben. Zu allem noch das Gegenstück. Und wir könnten uns in Gedanken klarer machen, aha, das beobachte ich also. Hat das auch irgendeine Bewandtnis? Ist das sinnvoll, dass es diesen Zusammenhang gibt? Und könnten dahinter kommen, zum Beispiel, wenn wir uns den negativen Pol mal wegdenken, es gibt also jetzt keinen Ärger mehr, nur noch Freude. Freude am Morgen, Freude am Mittag, Freude am Abend, Freude in der Nacht und nächsten Morgen schon wieder Freude. Und das 365 Tage im Jahr. Nur Freude, Freude, Freude. Und woher wissen wir, dass das Freude ist? Wir kennen ja das Gegenstück gar nicht. Wir wissen aber aus Lebenserfahrung, die Freude wird umso größer, wenn es vorher mal Ärger gegeben hat. Also die Kontrasterfahrungen helfen uns bei der intensiven Lebenserfahrung. Das könnt ihr uns damit einverstanden sein lassen. Und in Gedanken machen wir uns auch Gedanken über Ziele und Zwecke in unserem Leben, für die zu leben uns sinnvoll erscheint. Wofür lohnt es sich zu leben? Ziel und Zweck, das heißt im Griechischen Telos, deswegen war lange, wenn es um den Sinn ging in der Philosophie, Geschichte, und das ist schon so seit 2500 Jahren, dann war immer von der Teleologie die Rede. Also von der Lehre vom Ziel und Zweck. Etwas anderes rückte gar nicht in den Horizont als Sinnerfahrung. Ich habe ihn bisher zu zeigen versucht, dass die Sinnerfahrung viel umfangreicher ist, als Ziele und Zwecke im Leben zu haben. Dass es eben diese Sinnlichkeit gibt, dass es die seelische Ebene gibt. Warum haben das frühere Philosophen nicht bedacht? Aus dem einfachen Grund, weil das war völlig selbstverständlich da. Da musste man nicht extra drüber nachdenken. Deswegen setzte das frühere Nachdenken über Sinn immer schon auf der dritten Ebene ein. Die dritte Ebene ist ja auch wichtig. Wir sind Menschen, wir machen uns Gedanken, wir müssen uns geistig über Dinge verständigen. Und das heißt eben auch in Bezug auf Ziele und Zwecke, uns zu fragen. Dazu müssen wir uns gar nicht zwingen, das geschieht ganz von selbst. Für was ist das gut, was ich da mache? Wofür lebe ich überhaupt? Wofür arbeite ich? Wofür leide ich möglicherweise? Und das ist eine geistige Angelegenheit, uns darüber klarer zu werden, Möglichkeiten, mögliche Antworten zu finden, entweder aus uns heraus oder mit Hilfe von Gesprächen, Gespräche mit Freunden, die so bereit sind, solche Gespräche zu führen. Das sind die allerwertvollsten Freunde. Oder selbstverständlich auch mit professioneller Hilfe, mit einem Coach, mit einem Therapeuten, solche Fragen für sich zu klären. Es lohnt sich, diese Fragen für sich zu klären. Denn der Mut, Mühen,
auf sich zu nehmen und Schwierigkeiten zu überwinden, wird gefestigt von Zielen und Zwecken. Daher ist es wichtig, sich selber über das eigene Wohin, Wozu, Wofür klarer zu werden, um dann sagen zu können, dafür bin ich da. Das ist meine Aufgabe. Für mich persönlich ist es jetzt meine Aufgabe, für unsere Kinder da zu sein, gerade in dieser Situation. Das ist die Pflicht, die ich übernehme, auch wenn ich sie ablehnen könnte. Moderne Menschen sind nicht verpflichtet, eine Pflicht zu übernehmen. Vormoderne Menschen waren das sehr wohl. Die konnten sich aus einer Pflicht nicht freiwillig lösen. Wir können das, aber wir können freiwillig auch sagen, diese Pflicht erkenne ich an und ich komme ihr nach. Und oder das ist das Werk, an dem ich arbeite, was ich selbst sicherlich weiterhin tun werde. Das ist die Idee, für die ich kämpfe. Das erleben wir momentan bei den tapferen ukrainischen Menschen. Sie kämpfen für die Idee der Freiheit, nicht unterdrückt zu werden von einer anderen Nation, in Wahrheit nur von dem Herrscher dieser Nation. Und wir können nur ein bisschen demütig werden. Wir haben einfach unsere Freiheiten. Allenfalls müssen wir uns bitterlich beklagen über eine kleine Einschränkung der Bewegungsfreiheit in der Corona-Pandemie, was für manche Menschen grauenhaft war. Aber was wirklich grauenhaft ist, das erleben wir gerade in der Ukraine. Und Menschen, die bereit sind, jede Schwierigkeit auf sich zu nehmen für die Idee der Freiheit. Das sagt mir etwas, wohin die Reise in der Geschichte letzten Endes geht. Denn diese Energien können Unterdrücker nicht aktivieren. Das wird den weiteren Weg bestimmen. Wenn Menschen sich nicht klar sind in Gedanken, wofür sie da sind, wozu sie arbeiten und leben, wohin ihr Weg führt, dann kann eine Sinnlosigkeit entstehen, die als Perspektivlosigkeit erfahren wird. Dann entsteht eine innere Leere, die mutlos macht, kraftlos macht. Unsere These war ja, Sinn sorgt für Energie, also jetzt schwindet die Energie und kommt nicht mehr zurück. Das wirkt sich, wie auch der von Frau Schnell schon zitierte Viktor Frankl sagte, in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das sagte er nach schlimmster Erfahrung des Konzentrationslagers. Das Buch ist publiziert worden 1946, sagte Viktor Frankl, Sinn und Sinnlosigkeit wirken sich auf die Immunitätslage des Organismus aus. Denn Menschen, die über Sinn verfügen, verfügen auch über sehr viel Immunität. Ich darf vermuten, körperlich wie auch seelisch. Und Menschen, die Sinn entbehren, entbehren eben auch die Immunität und häufig auch schon körperlich, sodass sie viel leichter von Krankheiten erreicht werden können. Es gibt noch eine vierte Ebene, die wir zumindest ansprechen wollen. Das ist die weitestmögliche Perspektive und sicherlich für manche, vielleicht auch für viele Menschen, die reichste Energiequelle. Das ist die Ebene über das Leben hinaus. Wie immer wir diese Ebene bezeichnen können. Ich bezeichne sie gerne als transzendente Ebene, um das so neutral wie möglich zu formulieren. Transzendenz von lateinisch transcendere, überschreiten. Wir überschreiten dabei eine Schwelle. Wir überschreiten dabei die Schwelle unseres Lebens. Das geschieht aber häufig im Leben selbst. Wir müssen nicht warten bis zum Tod, bis wir transzendente Erfahrungen machen. Wir können sie im Leben machen. Transzendente Erfahrungen sind immer mit enorm intensiven Erfahrungen verbunden. Also beispielsweise, wenn wir sehr lieben, sei es
körperlich lieben oder seelisch sehr lieben, also starke Gefühle austauschen mit einem Menschen, was ja nicht pausenlos geschieht, sondern manchmal kulminiert. Und in diesen Kulminationszeiten vergessen wir unsere Umgebung, vergessen wir den Raum, in dem wir sind, vergessen wir die Zeit, in der wir leben. Unsere Lebenszeit interessiert uns überhaupt nicht mehr. Genauso kann das beim Versinken in einem Spiel geschehen. Auch große, intensive Erfahrung, wo wir schon im Leben selbst Transzendenz erfahren, bei jeder Art von Flow, Tätigkeit, in die wir so eintauchen, dass wir uns vergessen, sind ekstatische Erfahrungen. Für manche ist das heute die Erfahrung der Unendlichkeit des Internet. Ich kann das schon verstehen. Ich kann es selber nicht, ich erfahre das selbst nicht. Aber ich kenne Menschen, die sich da drin vergessen können, über ganze Nächte hinweg. Ich kann höchstens bedauern, dass möglicherweise denen andere Erfahrungen dann entgehen, weil das ist auch außerhalb des Internet ja zu haben, eine solche Erfahrung. Typisch ist dafür immer Selbstvergessenheit, Zeitlosigkeit, Allverbundenheit, Intensität. Deswegen nennen viele Menschen diese Erfahrungen göttlich. Wir kommen also da in die Nähe dessen, was vielleicht mit dem Ausdruck Gott gemeint ist, ohne dass wir uns jetzt religiös irgendwie bekennen müssen. Die Intensität der Energie, die dabei erfahren wird, gibt der Vermutung Nahrung, dass sie das Eigentliche, das Wesentliche des Lebens sein könnte. Nicht unsere Körper, nicht all die Dinge, sondern die Intensität der Energie, die über uns und über alle Zeit und über alle Endlichkeit weit hinausreicht. Ich habe diese Erfahrung nun gemacht, dass der Tod unmittelbar zu erleben war. Die Kinder und ich waren bei meiner Frau zu Hause, als sie gestorben ist. Und ich habe diesen ungeheuerlichen Moment jetzt in einer Nähe erlebt wie niemals zuvor. Wir wissen nicht wirklich, was da geschieht, aber vorstellbar ist, dass im Moment des Todes die Energie aus einem Menschen entweicht. Der Körper ist nun tot. Der kann sich nicht mehr bewegen, nicht mehr mit den Augen zwinkern, kein Wort mehr sprechen, nicht mehr schauen. Aber die Energie kann nicht sterben. Woher wissen wir das? Das wissen wir aus der Physik, die den Energieerhaltungssatz aufgestellt hat, dass Energie von einer Form in die andere umgewandelt werden kann, also zum Beispiel elektrische Energie in Wärmeenergie, Wärmeenergie in Bewegungsenergie und so weiter und so fort und wieder zurück. Energie kann immer transformiert werden, aber sie kann niemals vernichtet werden. Das würde bedeuten, dass ein Mensch stirbt, aber nicht die Energie, die ihn ausgemacht hat. Das große Rätsel wird dadurch nicht aufgelöst, das mich tagtäglich beschäftigt. Wohin geht der Mensch, der stirbt? Wohin ist meine Frau gegangen, deren Energie ich mir nahe spüre? Was ist mit dem Menschen, der geht? Welche Erfahrung macht der oder die? Wie fühlt sich die Binnenwahrnehmung dazu an? Es wird der Augenblick in unserem Leben kommen, wo wir das wissen, der letzte Moment unseres eigenen Lebens, und auch wir werden darüber nicht sprechen können. Daher wird dieses Geheimnis wohl für immer bewahrt werden. Und wenn Sie sich die Frage stellen sollten, tröstet das Bewusstsein, dass die Energie des geliebten Menschen, der gegangen ist, weiterhin da ist? Und die Antwort ist klar. Nein, denn er ist nicht mehr anfassbar. Wir können nicht mehr Auge in Auge miteinander sprechen. Wir können diese Form von Vertrautheit, die an unsere Sinnlichkeit gebunden ist, nicht mehr erleben. Und dann ist es
unendlich wichtig, und das tröstet, sehr viel davon erlebt zu haben, sehr viel miteinander unternommen zu haben, sehr viel füreinander da gewesen zu sein, über viele Jahre. Das ist ein solcher Schatz an Sinn. An dem können wir frühzeitig arbeiten. Nämlich, indem wir uns frühzeitig darüber klar sind, wir haben nur begrenzte Zeit, unser Zusammensein zu leben, zu erleben, zu gestalten, auszugestalten und zu genießen. Und alles auch in Kauf zu nehmen, was damit einhergeht. Es sind nun mal Schwierigkeiten, es gibt Konflikte und es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Ärger. Den können wir aufgrund der Polarität des Lebens nun mal nicht ausschalten. Das sind einige Überlegungen zum Sinn des Lebens und vor allem zum Sinn, den wir dem Leben geben können, den Leben möglicherweise beinhaltet, aber den wir dem Leben nicht einfach abverlangen können, sondern es ist an uns, etwas dafür zu tun. Wenn Sie sich abschließend vielleicht noch die Frage stellen, aber was ist der Sinn des Lebens überhaupt? Unabhängig davon, dass wir etwas mit diesem Leben anstellen können. Aber warum gibt es uns überhaupt? Alte philosophische Frage. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Eine Frage von vor 2500 Jahren. Das können wir nicht letztgültig beantworten. Wir können nur Überlegungen dazu anstellen. Und eine Überlegung, die mir nahelegt, ist, das, was Menschen in ihrem Leben machen können, ist Möglichkeiten zu realisieren. Möglichkeiten, die in uns angelegt sind, die uns zu Bewusstsein kommen in Form von Ideen. Ich möchte gerne in meinem Leben dies und jenes machen. Ich möchte diesen Beruf ergreifen. Ich möchte mit einem Menschen zusammenleben. Ich möchte Familie haben oder ich möchte auch keine haben. Ich möchte reisen oder was auch immer. Es sind Möglichkeiten. Die Menschen, so scheint es, mehr haben als Tiere. Tiere scheinen stärker gebunden zu sein an das genetische Programm, das sie haben, und können sich jetzt nicht so viele Möglichkeiten überlegen, wohin sie jetzt reisen möchten und mit welchen Menschen sie gerne zusammen sein möchten. Und wenn sie mit einem Menschen unzufrieden sind, dass sie sich auch trennen können von dem und scheiden lassen können und dergleichen. Menschen haben offenkundig, das scheint ihr eigenes zu sein, ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Das könnte der Sinn des Lebens sein, generell, dass Menschen Gebrauch von ihren Möglichkeiten machen. Was hat das Leben davon, das Leben insgesamt? Das Leben hat davon, dass deutlicher wird, wohin das Leben sich entwickeln kann. Jeder Mensch realisiert seine oder ihre Möglichkeiten. Davon scheitert einiges. Auch das ist wertvoll. Es geht im Leben auch nicht um das Gelingen. Es geht auch um das Scheitern. Auch das ist von der Gesamtheit des Lebens wertvoll, weil das Leben dadurch erkennt, in Anführungszeichen, hier steht der Weg nicht offen. Dahin muss es gehen. Also Menschen entfalten Möglichkeiten. Der Sinn des Lebens ist die volle Entfaltung der Möglichkeiten, die Menschen haben. Wenn ich dem Busfahrer jetzt wieder begegnen würde, werde ich leider nicht können. Der Flughafen Tegel ist geschlossen. Den Bus 109 gibt's zwar, aber der fährt nicht mehr zu einem Flughafen. Dann würde ich ihm das sagen. Erstens, der Sinn des Lebens ist die Liebe. Zweitens, der Sinn des Lebens ist die volle Entfaltung der Möglichkeiten. Und wenn Sie, lieber Herr Busfahrer, das für eine tolle Möglichkeit Ihres Lebens halten, Bus zu fahren und mit Menschen interessante Gespräche zu führen dabei, dann ist das schon gut. Aber sollten Sie den Eindruck haben, Busfahren ist noch nicht meine Erfüllung, dann wäre es sinnvoll, danach zu fragen, was wäre denn Erfüllung für Sie? In welchem Beruf, in welcher Tätigkeit, mit welchem Hobby, mit welchen Menschen zusammen?
Und dann könnte ich mit ihm gemeinsam auf die Suche gehen, was denn nun für ihn der Sinn ist, mit dem er zum gesamten Sinn des Lebens beitragen kann. Nun gibt es natürlich die alte Auseinandersetzung, die Sie vielleicht auch schon mal geführt haben, ist alles sinnvoll in diesem Leben und in der Welt oder ist alles sinnlos? Die Frage müssen wir offen lassen, denn um die zu beantworten, müssten wir einen absoluten Meta-Standpunkt einnehmen können. Also wir müssten nicht nur unser ganzes Leben überblicken, nicht nur das Leben überhaupt aller Menschen überblicken, weil mit allen könnten wir grundsätzlich auch in Kontakt kommen. Wir müssten den gesamten Planeten überblicken. Wir müssten aber auch das gesamte Universum überblicken, weil unser Planet ist ja eingebettet in Zusammenhänge innerhalb des Universums. Dann könnten wir mit diesem absoluten Metablick sagen, es ist alles sinnvoll oder es ist alles sinnlos. Ich kenne nur einen einzigen, der diesen Blick hat. Und auch bei dem ist die Frage, ob er überhaupt existiert. Das ist Gott. Das wäre die göttliche Perspektive. Wir Menschen müssen uns bescheiden damit, dass wir diese Frage nicht beantworten können. Halte ich aber nicht für sonderlich tragisch. Denn wir haben alle Möglichkeiten, innerhalb dieses Lebens auf allen Ebenen vollen Sinn zu finden, der uns erfüllt, sodass keine Frage mehr offen bleibt. Die sinnliche Ebene nicht zu vernachlässigen, die seelische Ebene voll und ganz zu gebrauchen mit allen Beziehungen, die wir eingehen können, die geistige Ebene zu nutzen, wo wir uns Gedanken machen über die Zusammenhänge, und noch die transzendente Ebene zu nutzen, entweder mit erklärter Religion oder auch ohne, dann möchte ich sagen, kann keine Frage nach dem Sinn mehr offen bleiben. Herzlichen Dank.